Bim, 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 bim. Dann geht's jetzt vorerst mal ans Schienenbauen. Das wird, glaube ich, was fürs Schienenbauen? Ans Streckenbauen hier. Das wird, glaube ich, am meisten Arbeit hier in Anspruch nehmen. Naja, mal schauen. Ich hätte mir vielleicht noch ein Bett mitnehmen sollen, dass wir hier auch unterwegs quasi uns ins Bett in Anführungszeichen werfen können, aber naja. Ja. Was kann ich jetzt erzählen, während der hier schön die Steine aneinander reiht? Ja, genau. Da ja bei The Franz 3.1 mehrmals die Frage aufkam, warum er so wenig hochlädt, kann ich euch jetzt hier mal die Frage beantworten. Er hat ein sehr langsames Internet, bei ihm dauert ein Video-Upload zwischen 5 und 6 Stunden. Deswegen, wenn ein Video kommt, kommt ein Video und wenn keins kommt, kommt eben keins. Und zurzeit kann er sowieso nicht aufnehmen, weil seine Grafikkarte kaputt ist. Die ist jetzt in Reparatur für 3 Wochen. Er hat zwar noch ein paar Videos auf Vorrat, aber wie gesagt, es kommt, wenn es kommt. Ja. Das musste ich jetzt einfach mal für ihn sagen. So. Ach, wie ist das schön. Wir bauen hier einfach mal eine gerade Brücke mitten durchs Meer. Das wird noch so viel Arbeit, das dann später noch zu gestalten. Und hast du nicht gesehen? Naja, mal schauen. Mann, ich gucke gerade aus dem Fenster, während der hier so schön die Steine aneinander reiht. Ich muss ja quasi nur die Pfeiltaste, die Sneak-Taste und meine rechte Maustaste halten und schon macht er das hier von alleine. Ja. Geht ja relativ flott eigentlich. Aber wir werden noch ziemlich viel Stein brauchen. Also das, was wir bis jetzt gesammelt haben, wird nie und nimmer reichen. Nie. Ja. Oh Mann. Das ist irgendwie so lame. Ah! Ja, das war jetzt natürlich nicht lame. Das ist einfach jetzt nur scheiße. So. Sag mal, werdet ihr mir böse, wenn ich das jetzt die ganze Zeit so mache? Zählt ja irgendwie zwar als Cheaten, aber dafür kommen wir schneller voran irgendwie. Nee, das ist wirklich extrem Cheating. So, setze ich mich hier wieder oben drauf. Mann, sind wir weit weg. Also bis man da am anderen Ende ist, na, das dauert seine Zeit. Also ohne Bahntrasse, das könnte dann sowieso ein bisschen dauern. Naja. Zum Glück bauen wir ja die Bahntrasse gerade. Oh Gott, der Bahnhof am anderen Ende dann zu bauen, das wird eine Sache. Ich sehe es nämlich jetzt irgendwie schon kommen. Wir sind jetzt noch 700 Meter von unserem Haus entfernt. Und wir haben noch Stein für ca. 300 Felder. Ja gut, höchstens 400 Felder. Ja, das könnte dann
unter Umständen doch noch mal etwas länger dauern, aber ich werde versuchen, die Bahntrasse heute noch fertigzustellen, also die Brücke und wie es mit den Schienen aussieht, das wird dann wahrscheinlich alles nach und nach kommen, weil wir viel Gold sammeln müssen. Und ja, ansonsten werde ich das Gold halt eben offscreen sammeln gehen. Ja. Ach, wie ist das schön. Oh Mann. Wir nähern uns aber... Nein. Du sollst bitte den Stack weiter benutzen. Danke. Wir nähern uns aber immer weiter dem Ziel. Einmal können wir was mehr rüber. Das kommt natürlich auch schön. Es wird gerade Nacht, glaube ich. Ja, es wird gerade Nacht. Egal, wir lassen uns davon nicht abschrecken. Wir bauen einfach weiter auf unserer Trasse. Ich werde dann auch immer rechts und links von der Strecke wahrscheinlich Fackeln anbringen, weil hier uns sonst auch noch Monster drauf spawnen. Bei meinem Glück, naja. Das wollen wir ja nicht, dass uns hier auch noch Monster spawnen. Also ich will's nicht. Ja. Bla 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 bla. So. Oh, ich bin saumüde, ich sollte wirklich gleich mal was trinken. Ah, Deutschlands Nummer 1 meistgekaufte Cola-Mix-Marke, Schwipp Schwapp. Ah, natürlich sehr interessant. Ah, Mann. So, ich nehme jetzt auch schon wieder eine gute Dreiviertelstunde auf. Das reicht für 3 Parts. Das heißt, ich brauche nochmal mindestens eine Stunde, damit ich wieder für eine Woche Videos habe. Das ist bei mir nämlich immer so geplant, dass ich immer ungefähr für eine Woche aufnehme. Habe ich nämlich immer genug aufgenommen. Also ich weiß ja, ich könnte es gar nicht so lange aushalten wie Gronkh. Also der nimmt jetzt zum Teil 3 oder 4 Stunden am Stück auf. Ich persönlich könnte es nicht aushalten, weil ich, ihr merkt ja schon, jetzt nach einer Dreiviertelstunde geht mir jetzt schon der Stoff zum Reden aus. So, jetzt kommt der letzte Cobblestone, den wir haben. Also, mein Respekt an Gronkh, dass er wirklich so viel reden kann, ohne dass er irgendwie vergisst, was er sagen wollte. Also wirklich Respekt. So. Ja, ja. Ich könnte es auch eigentlich einfach alles schneller machen, aber dann würde ich ja irgendwie den Part nicht zusammenbekommen. Deshalb lasse ich das mit dem schneller machen einfach mal. Schubdium müsst ihr mir halt jetzt hier beim Steine anbauen. Nein! Beim Steine anbauen zuschauen, wollte ich gerade sagen. Dann habe ich doch die Sneak-Taste mal für einen Moment losgelassen. Ja, 400 Meter geht ja noch. Wir sind mittlerweile bei diesen Zwischeninseln. Das heißt, allzu weit ist es nun auch nicht mehr. Ich muss mich jetzt auch mal wieder richtig hinsetzen, ganz kurz. Oh, Mann, Mann, Mann. So, und weiter geht's. Ist ja eh der letzte Stack an Stein, den wir jetzt hier dabei haben. Da müssen wir erstmal wieder zurücklatschen, neuen holen. Oder ein paar neue holen. Das wird sicherlich auch nochmal jetzt dauern, das Zurückrennen. Deshalb sollte ich mir vielleicht immer mal ein Boot mitnehmen, dass wir dann zurückfahren können. Naja. Ist das Wetter nicht schön? Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. So, 3, 2, 1... Nichts mehr. 600 Meter haben wir schon zurückgelegt, das heißt, wir haben jetzt schon über 600 Blöcke gelegt und es sind noch knapp 400 vor uns. Das heißt, wir haben das bald geschafft.
Da wir nochmal ungefähr die gleiche Menge an Cobblestone da haben, wäre die Brücke dann von dem Sinn her schon mal fertig. Dann fehlt nur noch die Beleuchtung und alles. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich dann bauen werde, ist dann wirklich erstmal die Minecart-Strecke, dass wir dann hier von A nach B fahren können und umgekehrt. Weil ihr seht schon, das ist ein ziemlicher, ja, Marsch, den man hier zurücklegen muss. Ja, das ist natürlich wundertoll. Und natürlich, das Meer ist dann auch immer so... Nein! Mann! Das Meer ist dann auch immer so hyperinteressant. Wisst ihr was, ich mache jetzt mal... Damit ihr euch nicht so langweilt. So. Jetzt laufen wir hier in Hyperspeed hin. So. Ihr seht schon, das ist ein ziemlicher Fußmarsch. Autsch. 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 Nein. Ja, das ist natürlich das Problem, dass der jetzt nicht mehr hochkommt, ne? So, gehen wir mal hier den restlichen Stein, mit dem wir hier noch da haben. Nicht runterfliegen, wollte ich gerade sagen. Egal, dann fliegen wir mal. So. Fly wieder ausmachen. Und dann rasen wir wieder ans andere Ende zurück. Ja. Denn der Typ hier ist ja Superman und er kann's. Ihr seht schon, er kann's einfach. Also der Typ hier hat eine Ausdauer, das glaubt man gar nicht, so schnell wie der hier rennen kann, auf die Distanz. So. Schupp-di-dup-di-dup. Wir werden auch irgendwann mal ein bisschen weiter nach rechts müssen, weil wir sonst unsere kleine Insel da verfehlen werden. Und ich sehe da unten eine Höhle, eine Unterwasserhöhle. Das sieht mir wieder stark nach einem verlassenen Minenschacht aus, da unten. Da, das hier. Aber, naja, kannst du nichts machen, ne? Außer runterspringen, und das will ich nicht. So. Das heißt, wir legen einfach mal unseren Weg hier einmal quer durch die Pampa weiter. Ja, und da sind wir auch schon bei den Inseln, aber nicht unsere Inseln. Leider, unsere Insel ist da noch mal ein bisschen weiter entfernt. Das ist aber auch ganz interessant, einmal hier quer überall rüber zu bauen. Das hat irgendwas, definitiv. Okay, das heißt, wir müssen gleich mal in die Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt so bauen. Hier kommt man übrigens später mit dem Minecart auch lang. Eigentlich. Aber noch nicht ganz. So, jetzt auch noch nicht ganz. Ja, so verbraucht man halt extrem viel Stein. Auch noch nicht.